Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Hier haben wir noch so ein Ding, das sich auch hartnäckig hält, obwohl es Quatsch ist. Nämlich die These, dass Verwandte keine Zeugen vor Gericht sein können. Und das ist Quatsch. Ihr Bruder, Ihre Schwester, Ihr Vater, Ihre Mutter, Ihr Sohn, Ihre Tochter, Ihre Tanten, Ihre Neffen, Ihre Cousinen, alle können vor Gericht Zeugen sein. Also, der Satz, den man häufig hört, sagt, ich bin doch die Mutter, ich kann doch keine Zeugin sein für meine Tochter. Natürlich können sie. Sie müssen aber nicht. Es geht hier also um den Unterschied zwischen können und müssen. Können Verwandte Zeugen sein? Ja, uneingeschränkt ja. Sie können, wenn sie in einer Rechtssituation sind vor Gericht, dass sie etwas beweisen müssen, durch Zeugenbeweis, können sie ihre gesamte Verwandtschaft, ihre Blutsverwandten, alle auflaufen lassen als Zeugen. Sie können das. Aber sie müssen der Zeuge, wenn es darum geht, um den eigenen Bruder, um den eigenen Vater, um den eigenen Sohn, dann muss er nicht Zeuge sein. Ja, das ist der Unterschied hier. Die entsprechenden Zeugen müssen nicht aussagen, denn sie kommen ja hier, weil sie ja der Wahrheit verpflichtet sind. Als Zeuge muss man vor Gericht die Wahrheit sagen. Kommen sie in die Konfliktsituation, gegebenenfalls, dass sie zum Beispiel den eigenen Bruder, den eigenen Vater, den eigenen Sohn, die eigene Tochter, die eigene Mutter belasten müssen. Und das hat man irgendwo gesehen innerhalb dieses Systems und hat gesagt, die können Zeugen sein, aber die müssen keine Zeugen sein. Das ist also ein wichtiger sprachlicher Unterschied. Also der Satz, ich bin die Mutter, ich kann doch keine Zeugin sein, ist Quatsch. Sie muss keine Zeugin sein, wenn sie das selber nicht will. Aber in vielen Fällen wollen ja die Verwandten auch helfen, indem sie sagen, es war so. Und dass ich jetzt der Bruder bin, ist ja mal völlig egal, weil ich sage die Wahrheit. Und damit haben wir einen Zeugenbeweis, den wir sonst nicht hätten. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.